Hey Schosch, Leute, der Schoschmann hier. Willkommen zu diesem kleinen Kanal-Update, welches schon ein bisschen überfällig ist. Ein bisschen lange her, dass ich so ein Video gedreht habe. Oder generell ein Video gemacht habe. Also habe ich mir gedacht, ich bringe euch mal wieder auf den neuesten Stand der Dinge. Um es also grob auf das runterzubrechen, was die letzten Monate hier passiert ist, können wir schlicht und ergreifend auf einen What am I doing with my life Moment zurückführen, was schlicht und ergreifend zu dem Fakt geführt hat, dass ich nicht wusste, was ich mit diesem Kanal jetzt nun anstellen soll. Schließlich habe ich für Uncut Content mein Shosh-Archiv, da könnt ihr by the way immer gern vorbeischauen, und Stream Highlights zusammenzuschneiden, wurde mir leider irgendwann auch ein bisschen langweilig. Muss ich leider gestehen. Ergo war ich jetzt in den letzten paar Monaten überwiegend in dieser Situation, dass ich wirklich nicht wusste, wohin mit diesem Kanal, ohne dass ich in repetitive Videos verfalle, die ich nicht produzieren möchte. In der Zwischenzeit jedoch habe ich in den Streams oder unter den Videos, die ich bereits schon seit Jahren habe, oft den Kommentar gefunden, wie euch meine alten Abo-Specials gefallen haben. So cringe diese auch sein mögen. Und das ganz ehrlich, das hat mich inspiriert. Es hat mir die Motivation gegeben, meine Videos jetzt mehr so zu produzieren, dass man sie sich öfter angucken könnte oder mag. In dem Sinne möchte ich viel mehr Qualität in meinen Content setzen, besonders jetzt, wo mein PC-Setup mich da auch noch super unterstützen kann. Zum Beispiel habe ich eine Idee für ein Format, wo ich einfach mal den ganzen Content, den ich beim Privatzocken aufnehme, einfach mal wiederverwerten kann. Nenne ich dann Schoschmanns dreckige Kammer oder sowas in der Art. Titles still in progress. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Das erste Video ist nämlich schon fast fertig. Jump it takes one, also the falling it takes one shot. Oh mein Gott, wer da einer gestorben? Nani? Dazu wiederum möchte ich Videos einfach besser scripten oder generell anfangen zu scripten. Einfach damit ich themenbasierte Videos um einiges besser rüberbringen kann und dass ich nicht so viel rumsabbel oder rumbrabbel, wie ich es ja sonst so gerne tue oder ihr es von mir gewohnt seid. Und übrigens, Podcasts ziehe ich auch wieder in Erwägung. Ansonsten kann ich mich wirklich nur noch dafür entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, dass ich diesen Schritt gehen konnte. Die ganze Scheiße mit dem Lockdown, meine immer wieder verändernden Arbeitsbedingungen auf der Arbeit, ganz anderer Shit noch und all das, das hat meine Motivation aber niedergeschlagen, dass ich mich irgendwann nur noch auf Stream zurückgezogen habe und irgendwann diesen Kanal leider ein bisschen vernachlässigt habe. Aber jetzt gerade habe ich Urlaub, meine Motivation bekommt langsam ihren zweiten Wind und ich bekomme langsam auch wieder Energie für diesen besseren Start, für diesen Neustart in Content. Zumal ich es mir jetzt auch als Ziel gesetzt habe, mindestens einmal die Woche zu streamen. Betonung liegt dabei auf mindestens, also ich werde versuchen häufiger, so besser ich kann, aber ich werde es auf ein Minimum von mindestens einmal die Woche beschränken. Und ich möchte mindestens ein Video pro Monat auf diesem Kanal hier produzieren. Zu guter Letzt möchte ich euch nur nochmal daran erinnern, dass ihr sämtliche Links zu meinen Social Medias wie Instagram, Twitter, mein Twitch-Kanal oder auch mein Stream-Archiv, wo ihr sämtliche Streams immer mindestens einen Tag nach Stream nachschauen könnt, wann immer ihr wollt, findet ihr unten in der Beschreibung. Und solltet ihr den neuen, brandneuen und super freshen Content nicht verpassen wollen, solltet ihr unbedingt... Okay, gut, solche Plugins machen wir dann doch noch nicht, okay. Ich sehe schon.